Ja, ich glaube, es war ein verrücktes Spiel. Ich war eigentlich sehr verrückt, die erste Halbzeit. Wir haben an der Aufstellung schon gesehen, dass VfL es sehr, sehr offensiv auch versuchen wird. Ja, da müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dann gleich nach 2 Minuten Rückstand. Auf einem Platz, der sicherlich heute sehr, sehr schwer zu bespielen war. Den ganzen Tag hat es geregnet, trotzdem war er noch so. Ich sage, es war absolut noch in Ordnung, aber eben auch schwer zu bespielen. Dass wir dann sehr, sehr schnell zurückschlagen, dass wir das Spiel drehen, das waren natürlich ganz, ganz wichtige Momente für uns in diesem Spiel. Und ich denke, dass wir dann in der ersten Halbzeit einfach auch unsere Effektivität, die wir eigentlich über Jahre immer wieder gezeigt haben, die in den letzten Monaten uns so ein bisschen abhandengekommen ist, vor allem in den letzten Wochen, wo wir uns auch selber Vorwürfe gemacht haben, dass wir aus den Chancen, die wir hatten, nicht die Tore gemacht haben. Heute ist dieser Knoten so ein bisschen geplatzt, vor allem in der ersten Halbzeit. Und wir haben dann im Endeffekt aus jeder Chance eigentlich ein Tor gemacht, haben es auch sehr, sehr, sehr schön rausgespielt. Wir haben die Fehler beim Gegner provoziert, die natürlich dann auch durch den Boden passiert sind, durch Wegrutschen, durch einen Pass, der dann hängen bleibt und. Das haben wir so ein bisschen in unser, ja, kurz vorm Spiel nochmal mit reingenommen, dass wir da aufpassen müssen, sowohl defensiv aufpassen müssen, als auch offensiv vielleicht es ausnutzen können. Das ist uns gelungen. Ich denke, wenn vor der Halbzeit das 3-5 passiert, dann wird das hier nochmal eine ganz, ganz wilde zweite Halbzeit. Genauso, wenn innerhalb der zweiten Halbzeit nochmal ein Anschluss kommt, zumindest das 3-5 kommt, ja, dann weiß ich, dass die Bremer Brücke hier bebt, dass es hier abgeht. Und da haben wir natürlich auch drauf vorgewarnt. Hatten sie in der einen oder anderen Situation, dass das Quäntchen Glück dann auf unserer Seite, und sind deswegen mit den 3 Punkten natürlich sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Wissen auch, dass es bis zum Schluss eine ganz, ganz enge Kiste wird für uns, und wir werden beißen, dass wir am Ende im letzten Spieltag im Finale haben. Darauf arbeiten wir hin, und heute sind wir erstmal sehr, sehr glücklich mit dem Sieg. Dankeschön. Zunächst erstmal die Glückwünsche nach Wiesbaden. Aber ja, wenn man 6 Tore auswärts schießt, dann hat man verdientermaßen gewonnen. Wir haben eine Menge dazu beigetragen heute, dass das Ergebnis sich so eingestellt hat. Ich glaube, wer das Spiel von Beginn an gesehen hat, hat eigentlich für eine Heimmannschaft den passenden Moment gesehen, dass man in Führung gehen kann. Ein frühes Tor tut ihm eigentlich jeder Truppe gut. Danach sind ein paar Dinge passiert auf dem Platz, wo ich sagen muss, ja, sehr, sehr viele Fehler auf unserer Seite. Fußball ist ein Fehlerspiel, wir haben den Gegner dazu eingeladen, wir haben ihn eingeladen, Tore zu schießen, und dann waren wir schneller im Hintertreffen, als es uns lieb war. Alles, was an Kritik natürlich jetzt aufkommt, auf uns, auf mich einprasselt, ist völlig angemessen und völlig korrekt. Und alles andere, wenn ich jetzt irgendetwas dazu sage, dann würde ich etwas rechtfertigen, was heute nicht zu rechtfertigen ist. Ich glaube, es war eine sehr, sehr deutliche Heimniederlage. Das Einzige, was ich machen kann auf diesem Weg, natürlich, klar, unsere Leistung nicht entsprechend. Dafür muss man sich entschuldigen, vielleicht ein wenig, aber vielleicht dann bei denen, die sich angesprochen fühlen sollen. Also das war gerade nach dem Spiel ganz geiler Moment für mich, auch wenn es der Tag heute besonders wehtut. Aber die Fans, die sind da, sie unterstützen uns, sie tragen uns, und dafür möchte ich mich bedanken, für den Support, den wir einfach hatten. Auch über die 90 Minuten, ich glaube, es fiel allen sehr, sehr schwer, uns heute noch zu unterstützen nach dem horrenden Rückstand. Und ja, wir haben einen klaren Auftrag. Ich glaube, wir können was Gutes tun in der nächsten Woche. Wir werden weiter hart dafür arbeiten. Aktuell sind wir ein bisschen im freien Fall, und es ist an uns, den Fallschirm zu ziehen. Und das müssen wir jetzt so ertragen. Und ich kann es auch so hinnehmen.